Zuerst einmal danke. Ich glaube, wir haben die richtige Antwort heute gegeben, was die letzten Leistungen auch gebracht haben. Es war vor dem Spiel schon eine angespannte Situation aufgrund dessen, dass auf der einen Seite der WRC gestern uns 6 Punkte davongezogen ist und Rapid in den letzten 3 Spielen 9 Punkte gemacht hat, uns mit 3 Punkten im Nacken gesessen ist. Deshalb war das heute schon ein sehr, sehr wichtiger Sieg und ein für mich absolut verdienter Sieg aufgrund der gezeigten Leistung. Danke. Darf ich unser Trainer um sein Statement bitten? Ja, ich kann mit den Worten von Martin nur anschließen. Es war ein verdienter Sieg von Salzburg. Sie waren einfach präsenter im Spiel, sie waren körperlich robuster als wir, sie waren handlungsschneller und haben auch sehr viele Torchancen kreiert im Gegensatz zu uns. Wir haben uns vor allem in der vorderen Reihe überhaupt nicht durchsetzen können und so gesehen geht der Sieg von Salzburg absolut in Ordnung. So, ich danke und darf wie üblich um die Fragen bitten. Kollege Forst, bitte. Jeder Sieg ist wichtig, jeder Sieg tut gut. Jeder Sieg bringt Selbstvertrauen. Mir geht es in erster Linie mal immer um die Mannschaft, die jetzt auch ein paar Hiebe bekommen hat, berechtigterweise. Auch mit Kritik muss man umgehen, die auch, muss man ganz klar sagen, berechtigt war. Das Wichtigste war einfach, dass die Mannschaft jetzt am Mittwoch im Cup, obwohl es vielleicht nur der Wiener Sportclub war, ohne jetzt irgendwie böse zu sein, aber 12 Tore gegen einen Regionalligisten zu erzielen, das ist nicht üblich. Und wir haben gesagt, wir wollen diesen Schwung mitnehmen und hier bei Rapid Wien, die in der letzten Woche sehr, sehr gut gespielt haben, verdient zu gewinnen. Das war schon sehr, sehr beeindruckend und hat mir schon sehr gut gefallen heute. Bitte, Karl. Adi, ich werde dich kurz mal umhören, in die Pulle gewendet auf den Sieg heute im Rapid. Das weiß ich nicht, ich habe keine Zeit zum großartig über das nachzudenken. Wir haben jeden dritten Tag ein wichtiges Spiel. Auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen. Natürlich wollen wir den Schwung mit nach Rumänien nehmen und das Wichtigste wäre ja dort genauso wieder mit einem guten Auftreten einen Sieg einzufahren. Ich werde das Spiel von heute morgen mit der Mannschaft abarbeiten und dann werden wir uns auf das nächste Spiel gegen Astra Giorgio vorbereiten. Okay, machen wir mehrere Einfolge, mehrere Hände haben wir. Bitte Peter Linden, dann Kollege Hartl und Stefan Dorr, wollen wir schon. Nein, aber das kennt man nicht so. Nein, das haben wir zweimal. Du hast ja heute so anders gespielt, als was von der FC gewohnt ist. Mehr zurückgezogen. War das hinter Ausfälle in der Defensive oder war das eine Reaktion auf die letzten Ergebnisse oder so beides ein bisschen? Na, schon eher das Zweite. Man muss halt als Trainer dann immer wieder mal reagieren auf das, was gerade passiert. Wir sind momentan nicht in der Lage, gewesen, so hoch zu pressen, weil die Springbereitschaft nicht so war, wie es sein sollte. Deshalb muss man dann auch einfach die Schlüsse daraus ziehen. Wir haben gesagt, okay, wir ziehen uns ein bisschen zurück, schauen, dass wir dort kompakt stehen. Auch Rapid spielt zu Hause, hat einen Schwung und ich war einfach auch neugierig, wie Rapid mit dieser Situation umgeht. Und ich finde, dass die Mannschaft die taktische Vorgabe über 90 Minuten sehr, sehr gut umgesetzt hat. Christian, bitte. Ist jetzt die Krise der Salzburg offiziell beendet? Und wenn man es jetzt im Nachhinein sagt, das kann ist das, oder war das wirklich der Grund, wirklich diese Malmö-Geschichte, dass man dieses kurze Tief gefallen ist? Ob die Krise jetzt vorbei ist oder nicht, wichtig ist mal, dass wir heute 3 Punkte gemacht haben. Ich durfte zweimal als Spieler die Champions League, einmal haben wir es erreicht, zweimal sind wir auch gescheitert und das hat die ganze Saison über dann mitgezogen, dieser negative Lauf. Ich kann mich erinnern, ich glaube, Jochen Standfest hat dann auch einmal gesagt, wo Sturm Graz gegen Bate Borisov ausgeschieden ist, über das ganze Jahr Riesenprobleme gehabt, eines darf man nicht vergessen. Wenn man so ein großes Ziel hat und das nicht erreicht, dass da ein Knacks da ist, auch emotional und in der Motivation, das ist, glaube ich, auch selbstverständlich. Die Frage ist immer nur, wie lange das geht und jetzt haben wir mal nach 5 sieglosen Runden oder Spielen uns Gott sei Dank wieder mit einem wichtigen Sieg zurückgekämpft. Bitte, bitte. Jetzt so kurz noch, das ist schwierig, aber hast du eine Erklärung für diese Unternehmen? Oder ich komme da dazu, dass irgendwie Salzburg jetzt zu einem blöden Zeitpunkt erwischt wurde und hattest du nach mit 12 einzigen Sportclub schon große Befürchtungen?
Nein, aber die Erklärung ist schon die, dass Salzburg auch sehr gute Truppen hat. Ja. Mit sehr viel guten Einzelspielern. Vor allem verfügen sie über gewisse Kapazitäten, die ausschlaggebend dafür waren, dass sie heute uns gegenüber so überlegen waren. Hat der Adi angekündigt bereits vor dem Spiel. Der Adi hat das vor dem Spiel angekündigt. Ja, und wie gesagt, das war ja keine Überraschung, was die Aufstellung betrifft. Aber noch einmal, wir waren heute die unterlegene Mannschaft. Salzburg war handlungsschneller, war technisch besser. Ja. Vielleicht sehr gute Form von Salzburg. Wir haben uns, wie gesagt, vorne überhaupt nicht durchsetzen können. Wir haben in der Offensive einfach zu wenig zustande gebracht, haben die Duelle nicht gewonnen im Spiel nach vorne in der Offensive. Ja, finde ich schade, weil hätten wir schon mehr erwartet. Aber Salzburg hat das ganz gut gelöst. Bitte Stefan, jetzt auch wirklich. Ist es möglich, dass das eine Situation war, wo ein Trainer zu seinem Glück auch ein bisschen gezwungen worden ist? Weil Lazar als Rechtsverteidiger, das hätte niemand geglaubt und hat den Kleins überhaupt nicht ins Spiel gekommen, war es war offensiv okay, dass er jetzt wirklich eine echte Alternative für die Position auf einmal ist? Ja, manchmal aus einer Not werden gewisse Sachen geboren. Der Dino hat gegen Wiener Sportclub schon in der zweiten Halbzeit auf dieser Position gespielt und das hat seine Sache dort sehr, sehr gut gemacht. Ich war natürlich heute selber gespannt, ob er auch hier vor über 20.000 im Happelstadion diese Position gegen einen momentan sehr gut aufspielenden Kainz absolvieren kann. Und ich habe Florian Kainz 90 Minuten, solange er im Spielfeld war, aber nicht gesehen. Das zeigt auch, dass Dino eine sehr gute Partie gespielt hat. Könnte möglicherweise für die Zukunft eine Alternative sein. Ich möchte auch an dieser Stelle auch Benno Schmitz auf der linken Seite, der noch nie gespielt hat, herausheben. Nicht nur die Mannschaftsleistung, die mir sehr gut gefallen hat, aber besonders gilt es ein Lob diesen beiden Spielern, die eigentlich nur einmal in dieser Woche vom taktischen her diese Position trainieren haben können. Und das hat man schon imponiert, wie die heute hier dagegen gehalten haben. Danke. Kurz für Stichwort der Zuschauer. 25.300 bekanntlich. Ich glaube, ich kann den Namen aller Trainer und Spieler danken für die tolle Unterstützung. Das war das bestbesuchteste Bundesligaspiel, das kein Derby war seit über 14 Jahren hier im Vaterstadion. Und wir freuen uns natürlich auch sehr. Philipp, du hast deine Frage. Ja. Ali, du hast den Sieg bezahlt, das ist ja eingewechselt. Das Spielerbankett war nicht mehr voll. Aber auf Massimo Bruno zu sprechen zu kommen, wie weit ist der von einem Startplatz wieder entfernt? Was würdest du sagen? Was fällt ihm da ein? Es fehlt ihm nicht viel, aber Fakt ist, dass wir halt auf diesen Positionen, wo er spielen kann, auch sehr gute Spieler haben. Ich kenne Campbell, der das ja schon oft genug bewiesen hat. Und ich finde einfach, dass Marcel Sabitzer sich einfach jetzt in die Stammmannschaft gespielt hat. Und wenn ich ihn heute hier gesehen habe, wie der aufgetreten ist, der Bursche ist 20 Jahre, wie fokussiert er auf dieses Spiel war, sich von den äußeren Einflüssen, die er war, irgendwo normal ist, überhaupt nicht birnen lassen und so aufgetreten ist mit so einer Leistung. Das ist schon klasse von dem jungen Burschen. Und Massimo muss einfach hart weiterarbeiten. Ich bin sehr glücklich, dass er vor der Einwechslung, habe ich gesagt, geh rein und schieß das entscheidende Tor. Hat nicht lange gedauert. Manchmal hat man halt einfach das Goldhändchen zu wechseln. Auch Nils Quaschner hat für sehr frischen Wind gesorgt. Und die haben dann den Punkt in drei Punkte umgewandelt. Ja, es ist wirklich so, manchmal, natürlich wünscht man jedem Spieler mit auf den Weg, wenn er auf den Platz geht, dass er speziell den Offensivspielern, dass sie ein Tor vorbereiten und ein Tor machen und den Defensivspielern, dass sie halt ihre Zweikämpfe gewinnen und hinten versuchen, nichts abwenden zu lassen und heute hat das gut funktioniert. Adi, bitte. Ich bin grundsätzlich ein Trainer, der versucht, egal wo ich arbeite, wo ich bin und in jedem Spiel zu versuchen, auf einen Sieg zu spielen. Und wir haben jetzt in der Europa League zu Hause gegen Celtic einen Punkt gemacht. George Astra ist vielleicht jetzt vom Namen her sehr unbekannt, aber auch 5-1 im ersten Spiel gegen Dinamo Zagreb verloren.
da zahlen müssen wir mit dieser Leistung, die wir heute gebracht haben, auch dort in Rumänien auftreten. Das wird sicherlich wieder ein anderes Spiel. Wichtig ist, dass wir uns so schnell als möglich regenerieren, dass die angeschlagenen Spieler zurückkommen, dass ich nicht nur 16 Spieler habe, sondern dann auch wieder 18. Alex, bitte. Ja, wir werden das analysieren und schauen, wo wir einfach nur Defizite haben. Wobei wir das ja wissen, aber trotzdem werden wir das Spiel genauso analysieren wie alle anderen Spiele auch. Wir werden weiterhin arbeiten, um besser zu werden. Nein. Analysieren gegen Salzburg, was ganz einfach macht, insofern leichter, dass man ganz einfach sagen kann, wahrscheinlich als einzige österreichische Mannschaft, die Qualität ist ganz einfach besser. Macht es das leichter irgendwie? Ja, leichter. Man trachtet die. Gewinnen auch, aber ja, eben, also wir sind schon in das Spiel gegangen mit Selbstbewusstsein, mit dem Glauben, auch dieses Spiel gewinnen zu können. Natürlich ist es auch wichtig, gegen so einen Gegner wie Salzburg das Glück auf deiner Seite zu haben. Das haben wir gehabt bis zum 1:0. Wo wir noch einen Atemwurf des 1:0 erhalten haben, das uns nie passieren darf. Ja. Und vor allem nicht so kurz vor Schluss. Da muss man einfach konzentrierter zu Werke gehen. Auch dann wäre es ein schmeichelhaftes 0:0 gewesen. Ja. Also wie gesagt, Salzburg war schon insgesamt gesehen einfach die bessere Mannschaft und wir haben noch sehr viel zu tun. Andi, bitte. So, du warst ein bisschen neidisch auf die Kollegen auf der Salzburger Bank, weil schlussendlich hat dann doch die stärkere Ersatzbank bzw. die stärkeren Spieler, die reingekommen sind, kann vor Schluss den Ausschlag geben. Ja, im Endeffekt konzentriere ich mich auf meine Mannschaft und nicht auf mein Gegenüber und habe darauf zu schauen und zu achten, dass meine Mannschaft gut spielt und sich bestmöglich weiterentwickelt. Ja, es ist so, wie es der Adi gesagt hat. Das glückliche Händchen des Trainers ist auch oft entscheidend. Und heute hat es gehabt, aber trotzdem war der Sieg verdient. Der Rapid hat ja auch einen Einwechselspieler drauf, auch wenn es dann eine kosmetische Natur war. Stefan, bitte. Jetzt habt sehr oft Spiele in den letzten Minuten verloren, in den letzten Wochen, auch gegen Sturm, gegen Austria, Malmö, in Baku. Wie wichtig war das heute auch mal, dass man am Ende mal ein Spiel drehen hat können für sich selbst? Ja, gedreht, wir haben einfach ja, also den Clan entschieden habt. Genau. Das 0:0 war, glaube ich, trotzdem bis zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaft heute für Rapid, weil wir haben in der ersten Halbzeit schon kleine Torchancen gehabt und wir haben, glaube ich, Rapid, meine Erinnerung anzog, ich glaube, zwei Halbchancen zugelassen. Und Das spricht für die Mannschaft, das war einfach wichtig auch zu zeigen, dass wir in den letzten 10 Minuten, natürlich auch mit den Einwechslungen, die uns heute gut getan haben, dass man da Mensch entscheiden kann. Aber wenn wir sehen von den Einwechselspielern, wenn wir die Wahnsinn vergessen, dann muss man schauen, was für eine junge Mannschaft bei uns am Platz steht. Und wenn ich denke, Dino Lazzaro, Jahrgang 96, Benno Schmitz, Jahrgang 94, Gnabry Keita, Jahrgang 95, Sabitzer 94, Kwaschner 94, sind schon sehr, sehr junge Spieler. Und, wenn der so jung ist, Massimo Bruno 93er, klar, Qualität, keine Frage, aber die sind schon sehr, sehr jung, das darf man nicht vergessen, das sind 19, 20, 21 Jahre. Das möchte ich auch mal betonen. Bitte sehr. Ich könnte fast drauf sagen, aber es wird niemand interessieren. Das wollt aber, die jungen Spieler. Das ist ja das System rangig, das ist ja jetzt, weil über 23 darf keiner kommen, weil der ist zu alt. Also. Ist das eigentlich kein Wunder, dass die Mannschaft jung ist, oder? Nein, ich finde sie grundsätzlich Perspektivspieler mit großem Potenzial, finde ich absolut klasse. Ich finde einfach, das Entscheidende ist halt immer, dass eine gute Mischung ist von jungen, talentierten Spielern, aber auch solche Spieler wie Johnny Serrano, Alan, Leitgeb, dass die Mischung einfach passt. Und mit jungen Spielern, es gibt auch bei Rapid, die haben auch viele junge Spieler, ist es einfach auch, was die Perspektive betrifft, einfach toll zu arbeiten. Bitte sehr, noch
weitere Fragen an die beiden Trainer? Wenn nicht, herzlichen Dank fürs Interesse. Wir räumen diesen Raum jetzt wieder für ein paar Tage und Dienstag ist da wieder eine Runde als rote Radband. Danke.